Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. In diesem Video möchte ich euch fünf coole neue Studio-Apps vorstellen, die mir in den letzten Tagen aufgefallen sind. Ich würde sagen, wir fangen mal mit Color Keyboard an. Mit Color Keyboard könnt ihr dieses coole Design für euer Keyboard, also für da, wo die Tasten draufstehen, bekommen. Unter Einstellungen, dann unter Color Keyboard, könnt ihr noch einige Designs auswählen. Also es ist eine ziemlich große Auswahl. Ich als Beispiel habe Silver MacBook. Ich finde, das sieht sehr cool aus und ihr habt hier noch eine riesen Auswahl. Auf jeden Fall ist das so, wenn ich jetzt zum Beispiel noch auf MacBook Pro klicken würde, müsste ich erst Silver MacBook wegmachen, denn das überlappt sich sonst total unschön aus. Wenn ihr ein Design ausgewählt habt, geht ihr einfach zurück. Und dann wird euer iPhone einfach rebooten oder iPod, je nachdem, was für ein iDevice ihr habt. Und dann habt ihr dieses coole Design, also dieses Keyboard-Design, was ihr hier sehen könnt. Ich finde, es sieht sehr cool aus. Und deswegen hat es in die Top 5 geschafft. Das nächste App nennt sich Homepage. Mit Homepage könnt ihr, wenn ihr auf Safari geht und eine neue Seite öffnet, als Beispiel, ja, auf Internet. So, ich öffne jetzt mal eine neue Seite und dann erscheint bei mir gleich Google. Das Ganze habe ich so gemacht. Ihr geht auf eine Seite und klickt unten auf dieses Fenster mit dem Pfeil einfach draufklicken. Und dann habt ihr hier eine größere Auswahl, mehr als sonst. Und ihr geht einfach auf Set as Home. Danach einfach zum Beispiel als Beispiel neue Seite gehen. Und ihr seht, die Seite, die ihr ausgewählt habt, erscheint als Standardseite. Ja, ich finde es sehr praktisch. Da muss ich nicht immer Google eingeben, wenn ich was suchen will. Und deswegen hat es in meine Top 5 reingeschafft. Ja. So, das nächste App nennt sich Infinity Folders. Mit Infinity Folders könnt ihr als Beispiel in diesen Ordnern unendlich Apps reintun. Das Ganze seht ihr jetzt schon hier. Ich kann ziemlich weit nach unten scrollen. Also, das geht eigentlich ziemlich weit. Also, ihr könnt unendlich viele reinmachen. Und unter Einstellungen bei Infinity Folders könnt ihr noch einstellen: Vertical Scrolling, Scrolling Bounce, Scrolling Style, Vertical Paging. Also, Vertical Paging ist gemeint, dass ihr wie hier von rechts nach links oder von links nach rechts scrollt, also patcht. Ja, das nächste coole App nennt sich Super Switcher. Finde ich, ist ein sehr gelungenes App. Wenn ihr zweimal auf die Mitte klickt, seht ihr, ich habe jetzt hier so eine Favoritenauswahl. Ich habe jetzt hier sieben Apps reingemacht, die ich eigentlich immer brauche. Und unter Einstellungen könnt ihr bei Super Switcher die Apps einstellen, also was wo angezeigt werden soll. Klickt einfach auf Select und dann wählt ihr eins eurer Apps aus. Hier unten könnt ihr auch noch Spiele auswählen. Hier. Und wenn ihr auf diesem Super Switcher seid, also ihr habt Doppelklick gemacht, könnt ihr auch hier noch einmal die Lautstärke einstellen, die Helligkeit einstellen, Bluetooth, Airplane, Location und Wi-Fi. Ich finde, es ist anders als SB-Settings, weil das nochmal ein Stück schneller geht, finde ich. Deswegen finde ich, es ist eine sehr coole App. Die nächste App nennt sich Screen Splitter Demo. Ich wurde gefragt, ob ich mal ein Video drüber machen könnte, also wie ich mein iPhone aufs Display bekomme. Das Ganze mache ich so. Ich habe eine App auf meinem iPhone, die nennt sich Moment. Screensplitter. Das Ganze bekommt ihr über Studia. Einfach runterladen. Am besten einfach mal eine Demo-Version. Und dann braucht ihr noch was. Und zwar, ich mache jetzt einmal kurz Vollbild. Pause. So. Okay, dafür braucht ihr eine App. Das sieht so aus. Das nennt sich iDemo. Mit iDemo kriegt ihr dann dieses iPhone hier hin. Das Ganze funktioniert dann so, dass ihr auf. Also, wenn ihr das iDemo startet, den Download-Link werde ich in die Videobeschreibung reintun, bekommt ihr sowas. Also, ihr macht an eurem iPhone das Screensplitter an. Das zeige ich euch gleich noch. Und dann wählt ihr euer iPhone aus. Dann könnt ihr es mit einem Passwort belegen. Würde ich empfehlen, weil er nicht hier drauf zugreifen kann.
Und dann habt ihr, also das Ganze funktioniert so, ihr klickt einmal drauf, gebt ein Passwort ein, eurer Wahl, und danach schließt sich das App sofort. Dann ist der Screensplitter an. Wenn ihr nochmal drauf drückt, erscheint das App kurz und wird sofort wieder geschlossen. Dann ist es aus. Und dann könnt ihr hier, wie ihr gesehen habt, auswählen, ob ihr iPhone per Wi-Fi, wenn ihr es per USB angeschlossen habt, könnt ihr es auch per USB, geht natürlich schneller, aber mir spinnt das irgendwie. Und einstellen könnt ihr noch hier zum Beispiel bei Device-Typ, was es sein soll. Es kann auch ein iPad sein, es kann ein iPod sein, es kann iPhone 4. Dann, das wird das erste, was da steht, wird euer iDevice sein, also das, was es auch ist. Bei mir sieht das Ganze jetzt so ein bisschen klein aus, weil ich das iPhone 4 als Design haben will, weil ich habe eigentlich ein 3GS. Und man kann noch die Render-Sites auswählen, also zum Beispiel 150%, 75 und 100. 100 wäre dann so, das wäre ein bisschen extrem. Und ich bin dann auf 50 gegangen, damit ich das iPhone 4 nehmen kann. Und ja. Ja, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, wäre ein Abo sehr nett. Ihr könnt das Ganze auch noch kommentieren und liken. Und ja, danke fürs Zuschauen.